Das finde ich relativ interessant. Ich wollte ja auch was dazu machen. Schwieriges Thema, definitiv. Herzlich willkommen zurück beim wildesten Junge, Kanal. Hör doch mal auf damit, das ist warte, dafür giga cringe. brauche Ich war letztens zumindest auf Twitter unterwegs, bin durch meine Timeline da gescrollt und habe einen Artikel von der Website, ich muss mal kurz nachschauen, bildblog.de gesehen, genau, bildblog.de. Ja, Mann, ich auch. Artikel soll es auch Alter, heute in als diesem Video ob. gehen. Wie viele von euch wissen, ist die Bild-Zeitung ja die beliebteste Boulevardzeitschrift der Deutschen. Ich frage mich auch bis heute, warum auch immer das so ist, weil die Zeitschrift echt nicht gut ist. Aber naja, diese Zeitschrift, wenn man sie denn so benennen mag, schießt halt relativ häufig über das Junge, Ziel aber hinaus, weil ich verstehe das bis jetzt noch nicht. Wie kann das eigentlich so krank sein? Wie kann das eigentlich so krank sein, dass Elon Musk genau die gleiche Videoidee hat wie ich. Genau die gleiche. Sobald etwas passiert, sind die mit ihren Urteilssprüchen und Beschuldigungen eigentlich immer relativ schnell dabei. Falls ihr euch jetzt aber denkt, dass das, was bisher immer so bei der Bild-Zeitung passiert ist, schon das Ende der Fahnenstange war, muss ich euch leider enttäuschen, denn die Bild-Zeitung hat mal wieder bewiesen, dass das Niveau doch immer weiter sinken kann. Die Bild-Zeitung hat sich nämlich dieses Mal gedacht, dass bei dem Fall, der aktuell in Solingen passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jedenfalls ist da ein ziemlich krasser Mordfall geschehen. Die Bild-Zeitung dachte sich dann bei diesem Fall, dass es doch eine ziemlich nice Gelegenheit wäre, erstmal ein bisschen Geld mit toten Leuten zu verdienen. Wie die Bild-Zeitung das angestellt hat, erfahrt ihr in diesem Video. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn es mal wieder heißt, dass Niveau nicht nur eine Creme sein kann. Viel Spaß dabei. Hä? Wer ist das? Dude mit Maske. Okay. Aber bevor wir überhaupt richtig einsteigen... Warte, hat er noch sein? Warte ganz kurz. Ich dachte schon Drogen. Können erstmal eine kleine Zusammenfassung, was überhaupt passiert ist. Ich finde, dass die Website, die ich auch gerade schon erwähnt habe, bildblog.de, übrigens eine Website, die ich immer empfehlen kann, wenn die Bildzeitung was Schlechtes gebaut hat, das Ganze schon ziemlich gut zusammengefasst hat. Bildblog.de schrieb nämlich folgendes: In einer Wohnung in Solingen hat die Polizei vorgestern die Leichen von 5 Kindern gefunden. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie betäubt und erstickt worden sein. Als Verdächtige gilt die Mutter der 5 Geschwister. Gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen. Ein 6. Kind, ein 11-Jähriger, soll zur vermuteten Tatzeit in der Schule gewesen sein. Der Junge lebt. Viele Medien berichten über den Fall, manche seriös und nachrichtlich, andere geschmacklos und boulevardesk. Besonders eklig ist das Folgen der Bildmedien. Sie schreckt nicht einmal davor zurück, private, oh mein Gott, mal WhatsApp-Nachrichten des elfjährigen publik zu machen, die dieser verfasst haben soll, nachdem er vom Tod seiner 5 Brüder und Schwestern erfahren hat. True, true, true. Also, ich weiß nicht, ob es dazu jetzt noch wirkliche Beweise gibt, weil ich glaube, die Bild hat das dann wieder auch rausgenommen. Aber die Bild hat wirklich, und das ist kein Scheiß, direkt nach der Tat, nachdem die das so mitbekommen haben, dass die Kinder gestorben sind und die Mutter sozusagen vom Zug ja oder von der Straßenbahn, wurde die ja erfasst, hat die einfach bei dem Elfjährigen, der es überlebt hat, oder dem Zwölfjährigen, ich glaube es war die Elfjährigen, der es überlebt hat, ist sie einfach dorthin und hat erstmal die Chatverläufe erstmal geleakt. Die Chat, wer leakt denn von einem Kind, was komplett überfordert ist, weil er hat gerade seine Familie verloren. Wie kann man denn die Chatverläufe leaken und das der Öffentlichkeit mitteilen? Alter, in was für einer Welt leben wir, dass sowas passiert, dass sich die Journalisten so krass reindrängen? Also wie sensationsgeil kann man sein, sowas zu machen? Um diese Story soll es sich also in diesem Video drehen. Viele verschiedene Medien haben über diesen Fall berichtet. Der Fall kommt jetzt auch nicht wirklich häufig vor. Und bei solchen Familiendramen ist es klar, dass da viele Zeitschriften, Boulevardzeitschriften, seriöse Medien drauf eingehen. Die Bild-Zeitung wurde aber in diesem Fall mal wieder ihrem grausigen Ruf gerecht. Am Donnerstagabend hat die Bild-Zeitung nämlich direkt den ersten Artikel dazu gepostet und hat dabei die vermutliche Täterin, wir müssen immer noch von einer Vermutung sprechen, komplett unverpixelt gezeigt. Wichtig hierbei ist, dass RTL hat übrigens die Täterin immer noch unkenntlich drin. Also die haben immer alles unkenntlich, was heißt hier unkenntlich? Kenntlich drin, nicht unkenntlich, sondern unzensiert haben sie die drin. Auf jeden Fall hat RTL sich gedacht, ja, wir lassen einfach mal die das gemacht hat, unzensiert drin. Einfach so, obwohl das nicht erlaubt ist. Dass die Bild-Zeitung am ersten Tag gesagt hat, dass es die vermutliche Täterin ist. Das Ganze sieht dann am darauffolgenden Tag, also jetzt am letzten Freitag, schon ganz anders aus. Da war die Täterin dann nicht mehr unverpixelt zu sehen, sondern mit einem Balken über dem Gesicht. Aber da hat die Bild-Zeitung schon direkt tituliert, dass es die Täterin ist. Sie sagte nämlich folgendes: Mutter tötet ihre 5 Kinder. Das ist natürlich direkt... Und das ist, by the way, auch extrem traurig, weil so zerstörst du jemanden das Leben. Also wir gehen natürlich alle davon aus, dass es die Mutter war, ne? Gar keine Frage, weil die hat sich dann danach auch vom Zug geworfen oder vor die Straßenbahn geworfen. Aber genauso auch das mit Christoph Metzelder. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber bei ihm wurden halt Kinderpornos auf dem Handy gefunden. Bei Christoph Metzelder. So, und die Bild hat ihn schon so abgestempelt, wie dass er das war. Dass er die hat und dass er das wollte und ja, er sozusagen der ist,
der schuldig ist. Obwohl noch nicht feststeht, ob er das überhaupt wollte, ob das überhaupt seine Sammlung davon ist. Das weiß keiner. Aber die Bild hat schon rausgehauen, dass er der Schuldige ist. Damals auch die Sache mit Kachelmann. Ne? Für die Leute, die sich da noch erinnern. Das heißt, ohne Beweise wird ein Schuldiger gesucht. Und der muss dann, oder der ist dann für sein Leben lang bestraft. Eine krasse Schuldzuweisung, und auch wenn die Staatsanwaltschaft sagt, dass es die Hauptverdächtige ist, so muss man immer noch, bis es zur Gerichtsverhandlung und zu einem Urteil kommt, von der Unschuldsvermutung ausgehen und nicht irgendwelche Thesen in den Raum stellen und sagen, dass es halt so ist. Aber es geht natürlich noch weiter. Am 5. September, also gestern, am Samstag, hat die Bild-Zeitung dann schon wieder anders tituliert. Da ist dann wirklich alles schon komplett festgezogen. Von ihrer eigenen Mutter betäubt und erstickt. Das Todesdrama um die 5 Kinder von Soling. Ja, was mich hierbei direkt stört, sind folgende Punkte. Erstmal ist es absolut typisch für die Bild-Zeitung, direkt Leute zu verurteilen. Also die erfüllen damit gar keinen journalistischen Appeal, sondern die sagen halt direkt eigentlich, dass die Mutter das war. Wie gesagt, am Donnerstag hat die Bild-Zeitung noch gesagt, ja vermutlich, vielleicht war die Frau das oder auch eben nicht. In den letzten beiden Tagen war das dann aber direkt komplett fest, obwohl, naja, vielleicht weiß die Staatsanwaltschaft ja auch nicht so viel wie die Bild-Zeitung. Kann ich mir schwer vorstellen, aber naja. Für mich ist das nichts anderes, als sich eines wirklich aufreißerischen Narrativs zu bedienen, damit die Leute aufgepeitscht werden. Und das ist eine Sache, wie wir sie, wie ich das vorhin schon gesagt habe, bereits in der Vergangenheit häufiger bei der Bild-Zeitung gefunden haben. Ob wir dabei über die Flüchtlingskrise oder andere innerpolitische Themen reden, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Die Bild-Zeitung hat immer richtig Lust darauf, möglichst einfache Sätze als Schlagzeilen zu formulieren, damit auch wirklich jeder versteht, was die Bild-Zeitung sagen möchte, egal ob es... Das Ding ist halt auch, die Bild-Zeitung, die haut auch einfach mal innerhalb von einem Tag 5-6 Artikel darüber raus. Mit irgendwelchen Vermutungen. Dann werden noch die Nachbarn befragt, wie sie die Familie wahrgenommen haben. Dann wird nochmal die Polizei befragt, wie sie das wahrgenommen haben an dem Unfallort sozusagen oder an diesem Tatort. Dann wird nochmal der Junge befragt. Dann wird noch der Freund befragt, der mit dem Jungen geschrieben hat. Und die Mutter von dem Freund, der es geschrieben hat, wurde auch befragt. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, lass das doch erstmal in Ruhe und später kann man darüber diskutieren, ob die Familie das auch wirklich will. War es oder nicht, und das ist das, was ich mit diesem aufpeitschenden Narrativ meine. Und was ich halt auch nicht verstanden habe in dem Zusammenhang ist, dass die Bild-Zeitung am ersten Tag die Mutter komplett unzensiert zeigt, am zweiten Tag dann mit einem Balken vor dem Gesicht und am dritten Tag dann gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ist das so okay, dass man Leute, die beschuldigt werden, etwas getan zu haben, komplett unzensiert in die Zeitung stellt? Ich meine, damit hat man sich doch jetzt gar nicht aus der Affäre gezogen, wenn man die anderen Tage zensiert hat, weil man die ja eben am ersten Tag mit dem ersten Artikel komplett unzensiert gezeigt hat. Das bringt dann am Ende auch nicht mehr wirklich so viel, und für mich ist es zumindest ein großer Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte von der Person. Aber ich bin auch kein Jurist, vielleicht täusche ich mich da und die Bild-Zeitung hat abermals recht. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich gerade den Kopf schütteln und denken, was erzählt mir du da gerade, das ist doch gar nichts Neues, wir wissen doch mittlerweile, wie die Bild-Zeitung tickt. Dass die Bild-Zeitung Persönlichkeitsrechte nicht wirklich interessiert, dass es der Bild-Zeitung nur um Aufrufe und Absätze von ihren Zeitschriften geht, ja, da bin ich ganz bei euch, das ist tatsächlich nichts Neues. Aber was die Bild-Zeitung dann jetzt im Folgenden aus diesem ganzen Fall gemacht hat, verspreche ich euch, ist wirklich widerlich. Ich habe ja gerade den Artikel von der Website vorgelesen und gesagt, dass es da noch ein 6. Kind gab, von denen dann die Gesprächsverläufe veröffentlicht wurden. Ich habe mal ein bisschen dazu recherchiert, dieses Kind soll wohl zur Tatzeit nicht zu Hause gewesen sein und sich in der Schule befunden haben. Danach soll die Mutter dem Kind erzählt haben, dass die Geschwister gestorben sind und daraufhin das Kind zu den Großeltern geschickt haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber deshalb sage ich auch, dass es so gewesen sein soll angeblich. Wir müssen erstmal die Ermittlungen abwarten. Nichtsdestotrotz hat dieses Kind überlebt. Dieses Kind hat natürlich auch Bekannte und Freunde. Die Bild-Zeitung kam dann auf die smarte Idee, einfach in die Nachbarschaft zu fahren und ein paar Nachbarn zu befragen. Diese Nachbarn waren dabei ziemlich redselig und haben der Bild-Zeitung wirklich mit großer Freude Informationen zu dem Fall geliefert. Ich frage mich zumindest bis heute, woher dieser Geltungsdrang bei den Menschen kommt. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass, wenn gerade eine wirklich schreckliche Sache passiert ist, Menschen nichts anderes zu tun haben, als andere Menschen zu verurteilen, die sie vielleicht gar nicht richtig kennen. Ich möchte das Ganze, was da passiert ist, nicht verharmlosen, ja. Nur finde ich, dass man sowas nicht publik machen soll. In so einer Sache sollte man erstmal abwarten, so wie die Situation überhaupt ist. Weißt du, am Ende sagst du irgendwas, was die Mutter negativ darstellt, und am Ende hat die Mutter das gar nicht begangen und wird aber so hingestellt, als wäre sie es gewesen, wisst ihr? Das macht dann ja komplett alle. Also komplett lost. Wirklich komplett lost.
hatte, sondern dass das eben eine Angelegenheit des Staates ist. Sprich, die Staatsanwaltschaft, die Polizei sollte in diese Richtung ermitteln, sollte die Leute natürlich auch befragen. Aber man muss sich da nicht unbedingt mit der Bild-Zeitung auseinandersetzen und der Bild-Zeitung sämtliche Informationen geben. Ich meine, was soll das denn bringen am Ende? Lesen die Leute alle Bild-Zeitung selber und wollen sich da mal irgendwie drin wiederfinden oder wie soll ich das verstehen? Ich meine, das ist an für sich schon ziemlich mies, aber die Bild-Zeitung kam dann tatsächlich noch auf die besonders schlaue Idee, den 12-jährigen Freund dieses Sohnes, welcher überlebt hat, zu befragen. Tja, und was dieser Sohn gemacht hat, ist wirklich schrecklich, wenn man es so formulieren möchte. Dieser Sohn zeigte den Bild-Reporter nämlich WhatsApp-Verläufe, die dieser überlebende Sohn ihm geschickt hatte. Darunter Sprachnachrichten, Textnachrichten. Die beiden sollen wohl auch angeblich miteinander telefoniert haben. Die Bild-Zeitung kam dann auf die glorreiche Idee, aus diesen Verläufen einen Artikel zu machen. Und dieser Artikel, und jetzt wird es ekelhaft, befindet sich hinter einer Paywall. Um diesen Artikel zu lesen, braucht ihr nämlich ein Bild-Plus-Abonnent. Und an dieser Stelle war ich dann tatsächlich komplett raus. Die Bild-Zeitung hat dann nicht nur diesen Jungen, den sie befragt haben, unzensiert auf ihre Website gestellt und die Artikel veröffentlicht. Nein, das Ganze wurde dann ja, wie ich gerade gesagt habe, hinter eine Paywall gesteckt. Und da frage ich mich wirklich, was geht bei euch? Wenn wir nur einen kleinen Moment darüber nachdenken, bemerken wir doch, was da eigentlich abgeht. Die Bild-Zeitung bedient sich an dem Leid von einem kleinen Jungen, der gerade seine ganze Familie verloren hat. Das ist auf jeden Fall, das kritisiere ich auch extrem. Das kritisiere ich auch extrem, dass man Geld machen möchte mit solchen Nachrichten. Also hier wurde eine Familie gefühlt umgebracht, fast eine ganze Familie. 5 Kinder wurden umgebracht, ermordet. Es sind noch keine genauen Details mit am Start und es wird Werbung gemacht für Bild Plus Artikel. Ich verstehe nicht, wie man bei Bild arbeiten kann und sowas veröffentlichen kann. Ich verstehe das nicht. Auch bei diesen Titeln, was sie verwenden. Ich verstehe das nicht. Wie kann man so über Leichen gehen? Also wirklich über Leichen gehen. Das macht mich fertig. Wirklich. Das macht mich fertig. Geht es wirklich gar nicht, dass sich ein angeblicher Freund so dazu vor der Bild-Zeitung äußert. Es wird noch durch die Tatsache schlimmer, dass der Junge ja nicht alleine mit der Bild-Zeitung gesprochen hat, sondern dass die Mutter von diesem besagten Freund dabei war und die Mutter gar nichts dagegen gesagt hat. Habt ihr alle wirklich so einen krassen Geltungsdrang, dass ihr noch niemals davor zurückschreckt, die Privatsphäre von so einem Jungen zu schützen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Erlebnis für den Jungen einfach absolut traumatisch war und der sein Leben lang Probleme damit haben wird. Und dann kann der in was weiß ich wie vielen Jahren immer wieder ins Internet gehen und diese WhatsApp-Verläufe, diese Sprachnachrichten immer wieder von sich finden können, weil niemand auf seine Privatsphäre geachtet hat. Es hat niemanden interessiert. Haben die Leute so wenig Empathie, nur um mal 5 Minuten Aufmerksamkeit zu haben? Ich verstehe euch nicht. Sitzt da wirklich einer bei der Bild-Zeitung und denkt sich, hör mal, das ist doch eine richtig geile Idee. Privatsphäre gibt's nicht. Und damit kann man dann jetzt sogar noch Geld verdienen. Das ist ja richtig nice. Ernsthaft, es ist 2020 und ich habe mittlerweile wirklich den Glauben in extremst viele Menschen verloren. Ich frage mich auch, warum die diesen Interviewpartner nicht zensiert haben. Ich meine, der redet da über die WhatsApp-Verläufe, der zeigt die Bild-Zeitung, druckt die ab, aber warum wird dieser Junge da nicht zensiert? Das ist ein Fehlverhalten von allen Seiten. Die Bild-Zeitung, welche, wie ich es gerade gesagt habe, einfach diese Verläufe ins Internet... Also, es ist ja nicht nur die Bild-Zeitung. Hier geht es ja um viele Zeitungen. Es geht um Focus, es geht um RTL. Wie gesagt, es geht um Bild. Es geht hier um viele, viele Verlage, die sich denken, daraus Profit zu machen. Aus einer Sache, die wirklich enorm schlimm ist, wo es noch keine genauen Details gibt und trotzdem wird daraus reißerische Titel gemacht. Das kritisiere ich mega. Okay. Hinter einer Paywall steckt, der Junge, der bei diesem Interview mitmacht und die Mutter von dem Jungen, die nicht einschreitet und nicht auf die Idee kommt, dass es eine ziemlich miese Aktion von ihm ist. Das ist wirklich absolut abartig. Bei dieser ganzen Sache kommt noch hinzu, dass ja laut dem Bildartikel der Junge mit seinem Freund telefoniert hätte. RTL.de, ich weiß, das ist auch keine sonderlich gute Quelle, behaupten aber jedoch, dass der Freund von diesem Jungen tatsächlich versucht hat, den Jungen anzurufen, aber der Junge gar nicht ans Telefon gegangen ist, sondern wäre anders. Sehe ich da vielleicht einen kleinen Widerspruch und die Bild-Zeitung verbreitet mal wieder was, was gar nicht passiert ist? Ich weiß nicht, vielleicht weiß die Bild-Zeitung einfach mehr als ich. Oder man geht von dem logischen Schluss aus, dass es sich am Ende viel besser liest, wenn die Bild-Zeitung tituliert, Junge hat mit Sohn der Täterin telefoniert. Ich frage mich wirklich bis heute, ob es tatsächlich Menschen gibt, die sich die Bild-Zeitung kaufen, die aufschlagen und sich denken, ja Mann, da haben die recht mit, nee, das dürfen die doch sagen. Endlich mal jemand, der seinen Mund aufmacht. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand diese Zeitung noch liest, aber die Zahlen von denen geben denen ja anscheinend recht damit und viele Leute wollen ja eben diese unseriösen
unseriöser Art der Berichterstattung und das ist traurig, das ist wirklich sehr traurig. Am Ende von diesem Fall bleiben für mich zumindest viele Fragen zurück, vor allem die Frage nach der fehlenden Empathie. Niemand hat den Jungen, der vermutlichen Täterin, gefragt, ob es für ihn okay ist, dass diese Gesprächsverläufe ins Internet gestellt werden. Auch wenn die Mutter Hauptverdächtige ist, so wurde sie nicht zensiert. Der 12-jährige Freund des Jungen wurde nicht gefragt, ob er zensiert werden will oder nicht, der wurde einfach so abgedruckt. Die Mutter ist nicht eingeschritten. Für mich ist das mal wirklich ein Paradebeispiel dafür, warum man die Bild-Zeitung nicht lesen sollte. Trotz des doch eher traurigen Themas wünsche ich euch an der Stelle noch ein nices Restwochenende. Wir sehen uns auf Twitch. Haut rein. Problem ist halt Real Talk, dass die Bild einfach schon zu viele Leser hat, dass es bei denen nicht laufen kann. Ja, ist ein gutes Video, muss ich wirklich sagen. Aber krank, Alter. Der wollte einfach, der hat das gleiche Thema gemacht, was ich machen wollte. Das ist eigentlich schon wieder gestört. Also, Dude, bitte geh dich begraben, Junge.